Seekrauts. Moin moin Seekrauts-Freunde, willkommen zurück zur nächsten Flaschenpost hier auf unserem Seekrauts-Kanal. Ja, und wir haben wieder diverse Themen aus der Szene für euch. Fangen wir gleich ganz oben an. Überraschend, ohne große Vorankündigung, so wie das üblich ist bei World of Warships, dass sie dann halt irgendwie die anfangen, die Schiffe vorzustellen und so eine Sache so einen Tag vorher, gab es dann gestern am Freitag plötzlich zwei neue Schiffe im Premium Store, und zwar die Neve de Giulio und die Boys. Ja, eigentlich ist es nur ein neues Schiff, weil das sind beides identische Schiffe. Das eine Schiff ist quasi die Boys, so wie sie ursprünglich in den USA gebaut wurde. Und in ihrem weiteren Verlauf wurde sie dann an Argentinien verkauft. Und das ist dann eben die Neve de Giulio. Die unterscheiden sich kein bisschen voneinander. Ich habe da persönlich gar keinen Unterschied gefunden. Nicht bei irgendwelchen Laufzeiten von Hydro oder sonst welchen Geschichten. Absolut identisch. Darum hat sich World of Warships was anderes ausgedacht. Ihr braucht nur ein Schiff kaufen und ihr kriegt automatisch einen Kampfauftrag für 300.000 XP gratis dazu, bis zum 31.12.2018 zu erfüllen. Danach bekommt ihr jeweils das andere Schiff geschenkt. Also ihr kauft euch die Neve de Giulio, so wird Ickett machen, als den Argentinier sozusagen, und bekommt dann später den amerikanischen Kreuzer geschenkt. Ich möchte jetzt nicht groß auf das Schiff eingehen. Wir werden dazu, wie ihr das bei uns gewohnt seid, eine Schiffsvorstellung machen, die ihr demnächst bei uns auf unserem YouTube-Kanal bestaunen könnt oder euch anschauen könnt. Und dann, ja, schauen wir einfach weiter. Wichtig ist, es gibt hier auch ein Doppelpack-Paket. Das kostet 91 Euro, glaube ich. Ich würde das persönlich nicht kaufen, wenn man für 31 Euro, wenn man das ohne Kapitän kauft und so weiter und ein bisschen Free XP hat für Kapitän XP oder so, dann lieber daraus den Kapitän rausziehen. Eure Sache, meine Meinung. So, die Pakete sind bis zum 10. August 7 Uhr im Store. Bis dahin müsst ihr euch das überlegen, beziehungsweise dann unsere Schiffsvorstellung schauen, und dann gibt es dann die Entscheidung von euch wahrscheinlich, ne? Gut, nächster Punkt ist sind die Entwicklungsblog-Beiträge, die wir wie immer für uns, für euch auf der Facebook-Seite bei uns hier übersetzt haben. Es gibt zwei Sachen. Einmal Balanceänderungen bei dem großen Bruder sozusagen der Kronstadt, die Stalingrad. Die wird jetzt mit dem Update 077 weiter getestet, und zwar auf dem Live-Server. So habe ich das verstanden. Es gibt zwei Versionen, eine Version, die wieder HE und AP-Granaten hat, das ist quasi die eine Version, die es eben in der vorherigen Testphase schon gab. Ne, die Feuerreichweite wird ein bisschen reduziert von knapp 23 Kilometer auf ein bisschen mehr als 20 Kilometer. Die Hauptbatterie wird, Nachladezeit wird ein bisschen erhöht, 1,5 Sekunden, dafür erhöht sich aber die Turmdrehgeschwindigkeit. Die Streuungsellipse, das haben wir in der letzten Zeit schon öfter gelesen, wird angepasst zu eher in Richtung Graf Spee, ne, also weil das halt so ein Mittelding ist zwischen Kreuzer und Schlachtschiff, und das wäre dann halt der perfekte Teil da, sagen die so, und haben das so ertestet und erfahren. Dann hat sich, das hatten wir das letzte Mal schon berichtet, das ist jetzt nur nochmal eine Wiederholung der Daten, eben die Zitadelle sich ein bisschen vergrößert, nämlich ein Teil der Kasematten gehört jetzt dazu und zählt jetzt zur Zitadelle. Und der nächste Punkt ist, was wiederum gut ist für euch, dass die Reparatur, also der Anteil des Schadens sozusagen an der Zitadelle erhöht wird, der dann wieder hergestellt werden kann, nämlich von 10% auf 33%. Ja, ihr könnt ja sowieso nie alles wiederherstellen, weil das ja dann begrenzt ist durch die Masse der Trefferpunkte, die ihr überhaupt wiederherstellen könnt. Aber der Anteil des Zitadellenschadens sozusagen, der wird jetzt um 33% gewertet und nicht nur für 10%. Gut, dann gibt es eben die zweite Version, die nur AP-Granaten hat. Da wird der Sigma erhöht, das heißt, die schießt genauer. Die Zündverzögerung der AP-Granaten, oder nicht die Zündverzögerung, sondern die Panzerung, die notwendig ist, um überhaupt die AP-Granaten scharf zu schalten, ja, wird verringert von 51 mm auf 34 mm. Das heißt, wenn ihr weniger als 34 mm durchschießt, werden die AP-Granaten gar nicht geschärft und fliegen quasi einfach so durch und explodieren quasi gar nicht. Ja, und das ist das Ding bei der ganzen Geschichte. Also müsst ihr dann auch ein bisschen im Kopf behalten, dass ihr jetzt 34 mm dann, wenn ihr diesen Dampfer besitzt oder besessen werdet, sozusagen euch kaufen werdet oder freischalten werdet für diese Stahlgeschichten da im Arsenal, dann könnt ihr ab 34 mm dicke Panzerung schießen und dann werden die AP-Granaten auch scharf geschaltet. Das ist aber bei der zweiten Version so. Wie gesagt, alles noch
in der Entwicklung, alles noch im Test. Werden wir sehen, wie das dann nachher tatsächlich auf den Live-Server kommt, wenn das Schiff dann von euch zu kaufen ist, sozusagen. Oder ja, ist jetzt quasi zu kaufen für Ressourcen, für Ingame-Ressourcen. Dann gibt es den nächsten Punkt und der nächste Punkt ist serverübergreifend Matchmaking für Clankämpfe. Also das, was jetzt gerade läuft. Wir hatten schon mal vor kurzer Zeit davon berichtet, dass die Möglichkeit gibt oder daran gearbeitet wird, diese Sachen eben übergreifend zu machen, sodass man quasi auch als europäischer Server gegen amerikanische Spieler spielen kann oder eben gegebenenfalls gegen asiatische Spieler. Da wir ja quasi von der Zeitzone genau in der Mitte sind, die Asiaten kommen vor uns, wir sind in der Mitte und die Amerikaner kommen hinter uns, könnte man dann halt diese Sachen nutzen. Das soll so sein, dass man 3 Prime-Gefechtszeiten nutzen kann. Und zwar die Offiziere des Clans können dann festlegen, was die Primetime ist. Und ja, entweder nimmt man die europäische Primetime, man nimmt die asiatische Primetime oder eben die US-amerikanische Primetime. Ich weiß nicht, wie häufig man das bestimmen kann, doch jeden Tag steht ja da auch. Also man kann jeden Tag auf neu bestimmen, wann man denn Gefechte fahren möchte. Ich bin sehr gespannt, freue mich darauf. Macht das auf jeden Fall ein bisschen flexibler für viele von euch da draußen und ich denke, das ist eine tolle Sache. Der nächste Punkt ist diese Kontributorengeschichte, dass ihr, der Ring nennt sich dieser ganze Aspekt. Ja, 12 Kontributoren haben sich dann beworben und wurden hier dann auch ausgewählt, um mit euch sozusagen Missionen zu erfahren. Die erfahren diese Aufgaben, machen daraus Videos und ihr sollt diese Videos bewerten. Je nachdem, was ihr hier für Lieblingskontributoren habt, könnt ihr sie dann dementsprechend unterstützen. Umso mehr Likes, umso mehr Views auf diese Videos kommen, desto weiter kommen sie. Die beiden schlechtesten werden am Ende, beziehungsweise am Anfang werden sogar die 3 schlechtesten eben rausgewählt. Und ja, in jedem Video, was hier dann auch vorgestellt wird, gibt es einen Bonuscode, den ihr finden könnt. Und naja, wer sind wir, dass wir diesen Bonuscode nicht schon rausgefunden haben? Der Bonuscode steht hier an der Seite. Blow the Broadside. Ja, heißt das. Und das gibt eine Aufgabe. Damit müsst ihr 5 Verteidigungsbänder erspielen. Von T5 bis T10 machbar. Und wenn ihr das schafft, dann bekommt ihr 10 Flaggen India Bravo Terra 3. Die Wartungskosten werden um 10% reduziert. Eine nette kleine Geschichte und eigentlich gar nicht aufwendig, weil man die eben einfach so nebenbei mitmacht. Haben wir auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Wenn ihr den kopieren wollt, den Code, einfach hier oben rauskopieren und der wird wie folgt eingelöst. Ich zeige es auch extra nochmal. Ihr geht hier, ihr loggt euch ein auf der World of Warships-Seite, klickt dann hier auf den kleinen Pfeil dahinter, Wargaming-Code aktivieren. Ich habe den vorhin in die Zwischenablage genommen. Ja, ne, von wegen. Ist halt was anderes. Den Code müsst ihr einfach nochmal kopieren. Setzt ihn hier rein und dann geht das schon ab. Jetzt klingelt hier mein Telefon, das müsst ihr einfach mal gerade ignorieren. Ja, und dann einlösen. Ich habe ihn schon eingelöst, deswegen kommt bei mir jetzt eben hier der die Fehlermeldung. Ne? Also nicht weiter dramatisch. So, dann geht's weiter zum nächsten Punkt und zwar die World of Warships Story. Ihr sollt World of Warships erzählen, warum ihr World of Warships spielt und wie ihr dazu gekommen seid. Meine Frau und ich, wir denken schon ganz intensiv darüber nach, ob wir da ein Video machen. Das würdet ihr dann bei uns auch auf dem Seacrouts-Kanal sehen. Und hier ja, sind hier quasi die Bedingungen, die dazu zählen. Bis zum 20. August müsstet ihr das Video hochladen. Nehmt euch die Software OBS, ein Mikrofon, Headset und los geht die ganze Geschichte. Ja, einfach kreativ sein und am Ende könnt ihr gewinnen 5 Container der letzten 3 Sammlungen jeweils. Ja, also 5 der amerikanischen Sammlung, 5 der französischen Sammlung und 5 der Yamamoto-Sammlung. Das kriegt ihr geschenkt, wenn ihr, also garantiert geschenkt, wenn ihr diese Sache eben macht. Könnt ihr euch überlegen, wenn eure Sammlung euch vollständig ist, dann habt ihr da sicherlich ein bisschen Spaß mit. Das nächste ist diese Aufgabe hier, und zwar gibt es neue Gefechte für, also Schiffe, geliehene Schiffe für Clangefechte. Gearing, Moskwa und Großer Kurfürst sind ab sofort dann freispielbar. Ihr nehmt an einem Clangefecht teil und danach sind dann die neuen Schiffe verfügbar. Ihr müsst das mit einem T8 oder T10-Schiff machen, ist ja auch bescheuert. Ein Clangefecht kann ich sowieso nur mit T10 spielen. Ja, also spielt ein Clangefecht. Ist das nicht so, dass man eigentlich nur Zufallsgefecht fahren muss und dann würden die da wieder freigeschaltet werden?
Steht ja, also das ist irgendwie kontrovers, spielt ein Clangefecht und da unten steht verfügbare Gefechtsarten, Clangefechts- oder Zufallsgefechte. Also ich sage jetzt einfach mal, auf der Basis von früher spielt ein Zufallsgefecht und danach mit einem T8 oder höheren Schiff und dann kriegt er die Gering, Moskwa und Großen Kurfürst als Leichtschiff in den Hafen gestellt. Punkt. Ja, ich denke mal, die haben sich da vertippt. So, und dann geht's weiter. Nächste Aufgabe vom 25. Juli bis 1. August, Rettung der Raptor. Ihr wisst ja, die Aufgaben wurden vor kurzem überarbeitet. Es sind da jetzt mehrere Routen verfügbar. Die Computer-KI droppt andere Schiffe in einer anderen Konstellation, kommen aus anderen Richtungen, etc. pp. Lohnt sich bestimmt, diese Sache wieder neu mal zu spielen. Und wenn ihr den Auftrag erledigt, gewinnt und 5 Sterne erhaltet und in einem einzigen Gefecht 5 Schiffe zerstört, dann bekommt ihr diese super Signale. Wayvan, Roter Drache, Ouroboros und Hydra. Ja, ist halt nur einmal verfügbar. Dann gibt es die Rettung der Raptor täglich. Ihr nehmt einfach dran teil, mindestens 3 Sterne verdienen, unter den 4 besten Spielern bei den EP-Verdienern im Team sein und das Gefecht gewinnen. Also wenn ihr 3 Sterne macht, habt ihr ja gewonnen. Kriegt ihr eine Stars and Stripes Tarnung. Dieser Auftrag kann 3-mal abgeschlossen werden, also von 25. Juli bis 1. August sind ja ein paar Tage. Da könnt ihr dann jedes Mal so eine Stars and Stripes Lackierung mit nach Hause nehmen. Und am 27. Juli bis 30. Juli ist der russische Marinetag, also quasi dieses Wochenende gerade. Und ja, da haben sie sich dann wieder besondere Sachen ausgedacht. Es gibt 50% Kreditpunkte Rabatt auf die Verbesserungen. Also alles, was ihr an Hauptbewahrungsmodifikationen, die Systemmodifikationen etc. pp. Einbauen wollt, die kosten jetzt 50% weniger Credits. Also wenn ihr da irgendwelche Sachen braucht, dann kauft sie schon mal vor, investiert ein paar Dublonen, ja, also 100 Dublonen oder so. Dann könnt ihr nämlich einfach Verbesserungen immer wieder ausbauen, aber nicht verkaufen und dann zum Beispiel, keine Ahnung, Tarnsystemmodifikation oder so eine Kram ein bisschen auf Halde legen. So eine Sachen braucht man ja immer öfter mal und dann kosten sie 3 Millionen statt 1,5 Millionen. Also kann man sich mal überlegen. Dann eben Dublonenrabatt für Reserveplätze, Dublonenrabatt für Kapitänsausbildung, also 80%. Ja, man muss also nicht mehr so viel investieren. Und dann gibt es für die Neuanweisung von Kapitän, wenn ihr den von Schiff zu Schiff wechselt, kostet noch die Hälfte. Oder Dublonrabatt für Zurücksetzen der Kapitänsfertigkeiten, ist um 60% reduziert. Kreditpunkte-Rabatt für Schiffsreparaturen, also ihr kriegt für die paar Tage immer 10% Reparaturrabatt zum Beispiel. Oder ihr habt eben 35 Elite-EP, die ihr pro Dublone beim Umwandeln bekommt. Das ist auch immer eine nette Sache, wenn man ein bisschen mehr vorhat, wie zum Beispiel die Kronstadt holen oder solche Sachen. Und ebenfalls kann man pro Dublone eben 2000 Kreditpunkte bekommen statt 1500. Und dann gibt es noch die Aufgaben hier. Stolz des Heimatlandes geht aus einem Gefecht als Sieger vor und ihr bekommt 200% Free XP auf alle T5 bis T10 Schiffe in Unternehmen, Zufallsgefechten und Koop-Gefechten. Und den Auftrag könnt ihr 5-mal an diesem Tag pro Tag erledigen sozusagen. Jo, und dann, wir kämpfen zusammen, Kamerad, davon gibt es 3 Teile, versenkt gegnerische Schiffe im Gefecht, also 3 gegnerische Schiffe, ist eine Sammelaufgabe, 150.000 Silber bekommt ihr dann, also Silber-Credits, 5 Tierstufe, 5 bis 10, auch Unternehmen, Zufallsgefecht und Koop. Dann gibt es Teil 2, verdient 3 Bänder in der siegreichen Schlacht, Basis erobert, Eroberung unterstützt oder eben Basis verteidigt. Wenn ihr diesen Auftrag abschließt, dann bekommt ihr das Schadensbegrenzungsteam 2 und zwar 5 Stück davon und auch das ist in Unternehmen, Zufallsgefechten und Koop-Gefechten möglich. Dann gibt es Teil 3, wenn ihr quasi die ganzen vorherigen Teile alle abgeschlossen habt jeweils, dann kommt ihr zu diesem Teil und dann heißt es, kommt in der siegreichen Schlacht unter die 3 besten Spieler eures Teams, ja, und nach der gesammelten Erfahrung überlebt das Gefecht. Und schließt den natürlich den Auftrag Teil 2 ab. Ist ganz logisch, so wie bei Teil 2 Teil 1 abgeschlossen werden musste. Und dann bekommt ihr eben 2 Signale pro Typ. India Yankee, Sierra Mike, November, Echo, Set the 7 und India X-Ray. Verfügbare Schiffe 5 bis 10 und das auch in Unternehmen, Zufallsgefecht und Koop-Gefecht. Ja, das war schon wieder mit unserer Flaschenpost. Da sind wir von oben bis unten durchgestürmt, könnte man sagen. Wenn ihr Fragen zu dieser ganzen Geschichte habt, einfach runter in die Kommentare damit und wir werden uns möglichst schnell darum kümmern, um die Fragen zu beantworten. Wie immer freuen wir uns über eure Unterstützung mit Daumen, Abos, Twitch Prime Abos,
etc. pp. Wenn ihr da was verfügbar habt und uns unterstützen wollt, weil ihr dort toll findet, was wir hier tun mit unserer Flaschenpost zum Beispiel, wird uns das sehr viel bedeuten und sehr freuen und wir wären dankbar dafür. Natürlich. Wir hören uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream. Bis dahin, euer Secrets Team, euer Marara. Ciao, ciao. Secrets.